Döschen oder einfach nur Körbchen. Auf jeden Fall sind sie super einfach und schnell genäht und darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Für unser Körbchen brauchen wir einen quadratischen Block. Mein Block ist 8,5 x 8,5 Inch groß. Zusätzlich brauchen wir ein ebenso großes Stoffstück für den Hintergrund und wir brauchen ein Vlies. Ich verwende H630 und das Vlies schneiden wir auf 8 Inch zu. Das Vlies wird ein halbes Inch kleiner zugeschnitten, damit wir rund um unser Vlies eine Nahtzugabe von einem Viertel Inch bekommen. Dieses Vlies bügeln wir auf unseren Rückseitenstoff auf. Wir richten ihn genau in der Mitte aus. Vlies 630 wird mit einem feuchten Tuch aufgebügelt. Auf dem Vliesrand steht, wir sollen 15 Sekunden auf einer Stelle pressen und genau das machen wir. Wenn wir das haben, legen wir unser halbes Sandwich mit der Stoffseite nach oben und unseren zugeschnittenen Block legen wir mit der rechten Seite auf unseren Rückseitenstoff. Das Ganze drehen wir einmal um, richten das noch einmal gut aus und wir stecken das zusammen. Ich stecke mir 4 Nadeln, damit sich der Stoff nicht gegeneinander verschieben kann. Beim Nähen lassen wir eine Wendeöffnung. Wählt die Wendeöffnung groß genug, damit das Ganze sich später gut wenden lässt. Und wir nähen einmal genau an unserem Vliesrand entlang, um alle 4 Seiten. Dabei sparen wir die Wendeöffnung aus. Wenn wir um unser Sandwich herumgenäht haben, stoppen wir unsere Naht wieder an der Wendeöffnung und wir verriegeln an beiden Seiten der Wendeöffnung sehr gut. Wir bügeln unsere Nahtzugabe auf einer Seite nach innen, damit wir später beim Wenden ein schöneres Ergebnis bekommen. Und wir schneiden unsere Ecken zurück bis ca. 2 mm zu unserer genähten Naht. Rechts und links der abgeschnittenen Spitze kürzen wir noch die Seiten ein wenig ein, damit wir nicht zu viel Nahtzugabe in die Ecken arbeiten müssen. Und wenn wir das haben, wenden wir. Wir greifen in die Öffnung und wir drehen die rechte Seite unseres Quadrates nach außen. Mit einem Falzbein richten wir alle Ecken und Kanten noch einmal aus. Wir schlagen die Naht an der offenen Wendeöffnung nach innen und wir bügeln alle Ecken und Kanten unseres Quadrates. An unserem Körbchen schließen wir nun die Nahtlinie und die gegenüberliegende Linie. Wir verriegeln am Anfang. Wir verriegeln am Anfang und nähen knapp kantig ab. Wir haben beide gegenüberliegenden Linien geschlossen. Wir legen die eine geschlossene Linie zu uns und die andere geschlossene Linie zeigt nach oben. Wir bringen beide geschlossenen Nahtlinien zueinander, dass wir eine Mittellinie haben. Und diese Mittellinie legen wir nun zu der oberen Nahtlinie, etwas unterhalb unserer oberen Nahtlinie. Wir falten die untere Seite darüber, sodass beide Nahtlinien aufeinander liegen und dass die unteren gefalteten Kanten auf gleicher Ebene sind. Wir schauen das noch einmal von der Seite an und richten das Ganze noch einmal ganz genau aus. Die beiden oberen Linien schließen ab und die beiden unteren gefalteten Kanten schließen ab. Wenn wir das haben, stecken wir das einmal mit einem Clip zusammen. Das wiederholen wir auf der zweiten Seite. Und so schaut unser gestecktes Kästchen nun aus. Wir nähen beide Seiten einmal ab. Wir versuchen das möglichst knappkantig zu nähen. Wir müssen dabei aber aufpassen, durch die nach innen geschlagene Naht, durch die mehrfach gelegte Vlieslage, ist das Ganze schon sehr kräftig. Näht so weit nach innen, dass ihr alles gut fassen könnt und dass eure Maschine euch da nicht im Stich lässt. Wir schließen beide Seitennähte. Durch die vielen Lagen wippt unser Füßchen ein bisschen hoch. Meiner Pfaff macht das gar nichts. Wenn ihr da Schwierigkeiten habt, könnt ihr ein zusätzliches Stück Stoff
unter den hinteren Teil eures Füßchens schieben. Wir verriegeln Nahtanfang und Nahtende sehr gut. Wir schneiden die Fäden zurück und nun kommt der magische Teil. Wir greifen einmal in unser Körbchen hinein, schlagen die Seiten um und wir richten die Seiten gut aus. Gebt euch da richtig Mühe, schiebt mit dem Daumen richtig in die Ecken hinein und tada! Das Ganze sieht schon gar nicht so schlecht aus. Aber wir möchten noch ein bisschen Form hineinbringen. Das heißt, wir bügeln unsere Seiten einmal gut ein. Wir bügeln rechts und links neben der dicken Nahtkante und wir bügeln unsere Seiten ein. Wir nehmen eine Kante von unserem zusammengeschlagenen Dreieck. Wir richten die obere Döschen, die obere Kästchenkante aus und bügeln diese Seite einmal gut ein. Das wiederholen wir an allen vier Kanten. Je gerader ihr arbeitet, je besser wird euer Körbchen nachher stehen. Das Ganze sieht schon immer mehr wie ein Körbchen aus und damit die Form stabiler gehalten wird, steppen wir die eingebügelten Seiten einmal ab. Sehr knappkantig, sodass wir wirklich nur die Falte betonen. Wenn wir die Fäden zurückgeschnitten haben, können wir unser Körbchen füllen, womit immer wir das füllen möchten. Ich nutze es für meine Clip. Und wenn wir zu unserem Körbchen aus einem 8,5-Inch Quadrat noch ein zweites Körbchen aus einem 8-Inch Quadrat arbeiten, dann können wir beide Körbchen ineinander stecken und wir haben ein Kästchen. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!